Willkommen zurück zum Vermögensverwalterforum hier im Rahmen der Bader Investmentkonferenz. Ich habe mir gerade einen schwarzen Kaffee gegönnt, mich kurz auf den weiteren Verlauf vorbereitet, meine Karten durchgelesen, Referenten mit der aktuell zulässigen Distanz begrüßt und zurück in den Raum gekommen, um mit Ihnen hier pünktlich wieder durchzustarten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, doch mir passiert es manchmal, dass ich ganz spontan auf jemanden zugehe und der Person die Hand schütteln möchte. Und dann fällt mir gerade noch ein, dass das, was eben noch höflicher Umgang war, heute fast schon ein Eindringen in die Privatsphäre ist. Ich bin jetzt gespannt, wie sich generell der Umgang im Business-Kontext in den nächsten Jahren verändern wird. Doch zurück zu unserem Privatanleger. Worum geht es jetzt? Nach der Analyse des Anlageverhaltens, wir haben viel gelernt über Max und Mara Muster. Wir haben über das Anlageverhalten der Deutschen gelernt im Rahmen der Burda-Vorwärts-Studie. Kommen wir nun zu den Anlagetypen und den dazu passenden Produkten. Jetzt gleich zu Beginn stellen wir Ihnen Varianten vor, bei denen der Kunde sein Geld in die Hände von langjährigen Profis gibt, konkret im Rahmen einer Online- oder bei größerem Geldbeutel einer individuellen Vermögensverwaltung. Wie die klassische oder auch postmoderne Lösung aussehen kann, erzählt uns jetzt hier live im Sofitel in München, aus Pullach gekommen oder ursprünglich aus Düsseldorf, der Leiter Vertrieb von Solidvest DJE. Herzlich willkommen hier live bei uns, Sebastian Hasenack. So, dann also nochmal herzlich willkommen von mir. Ich freue mich heute hier zu sein, auch wenn in einem ganz anderen Umfeld. Aber wir sind es ja schon fast gewohnt, solche Themen virtuell und online stattfinden zu lassen. Ich möchte heute über die klassische und die digitale Vermögensverwaltung sprechen aus dem Haus DJE. Zum einen den Blick ein Stück weit auf strategische Themen lenken, dann aber auch tatsächlich sehr konkret werden und zeigen, was wir bei DJE machen, um ein bisschen vorauszudenken. Ich springe direkt mal rein. Kurz mal ein paar Worte zur DJE selbst. Die DJE Capital AG ist seit 45 Jahren ein inhabergeführtes Unternehmen, ein bankenunabhängiger Vermögensverwalter in Deutschland mit verschiedenen Standorten. Hauptsitz ist hier bei München in Pullach, in Frankfurt, Köln, Zürich und in Luxemburg. Und die DJE verwaltet ca. 13 Milliarden Euro an Kundenvolumen in den verschiedenen Segmenten, Privatkunden, institutionelle Kunden, Spezialmandate und das mit ca. 145 Mitarbeitern über die Standorte verteilt. Gründung 1974 von Dr. Jens Erhardt und vielleicht eine kleine Insight, Dr. Erhardt sehe ich nahezu jeden Tag auch noch bei uns im Büro in Pullach. 87 der erste vermögensverwaltende bankenunabhängige Fonds, also letztlich eine Vorreiterposition zu der damaligen Zeit. Die Auflage des Flaggschiffproduktes Dividende und Substanz 2003, 2011 bis 2014, federführend vom Dr. Jan Erhardt angeschoben, die Digitalisierung der Anlagestrategie im Haus und 2017 dann der Start der Online-Vermögensverwaltung. Und was ich beachtlich finde oder spannend finde dabei, ist tatsächlich dieses Thema 87, der erste bankenunabhängige Investmentfonds aus dem Haus DJE und 2017 letztlich eine Online-Vermögensverwaltung mit einem sehr speziellen Charakter. Das heißt hier letztlich auch wieder eine Vorreiterposition mit Blick auf eben Geldanlage für Privatkunden, für Endanleger. Das Strategieteam in der DJE, hier mal kurz auch mit Bildern dargestellt, der Vorstand sowie eben das Research-Team dahinter. Und spannend finde ich dabei, dass eben alles, was auf strategischer, auf Asset Allocation, auf Research-Ebene entwickelt wird, letztlich durchdiffundiert im Haus für die verschiedenen Anlagesegmente und Anlageprodukte, sodass sozusagen kein Split, was die Qualität der Aktienanalyse, der Allokation zwischen eben der individuellen, der Online-Vermögensverwaltung oder auch den Investmentfonds passiert. Es ist sozusagen ein Team, was die Richtung an der Stelle dann vorgibt und daran an der Expertise kann sozusagen über verschiedene Möglichkeiten und Wege vom Endanleger dann partizipiert werden. Ich spring mal weiter. Ganz wichtig, Anlagestrategie. Das Thema muss man immer highlighten, das ist ganz wesentlich und gerade bei einem Haus wie DJE, welches seit 45 Jahren sozusagen eine durchgängige Strategie verfolgt und diese weiter arbeitet, weiter vorandenkt und weiter detaillierter erarbeitet und ausarbeitet, möchte ich das highlighten. Letztlich sehr simpel, das ist die FMM-Strategie, steht für fundamental, monetär
und Markttechnik. Und ich glaube gerade das erste M, monetär, ist so in den letzten 10 Jahren, glaube ich, eine ganz, ganz wesentliche Analyse-Säule gewesen mit Blick auf Handlung von Notenbanken, Leitzinsentwicklung, Geldmenge, all die Themen, die eigentlich den Kapitalmarkt eben seit den letzten 10 Jahren, aber auch gerade aktuell in der Corona-Krise natürlich stark lenken und für die Entscheidung nachher, wie Gelder angelegt werden müssen für Kunden, dann auch eine große Rolle spielen. Insofern dieser Dreiklang, also die Fundamentalanalyse, die monetäre Analyse sowie die Berücksichtigung sozusagen der Marktentwickler, der Marktteilnehmer, die Markttechnik, dieser Dreiklang bildet nachher eben in der strategischen und taktischen Asset Allocation den Ansatz, wie eben für Kunden investiert wird, über die verschiedenen Möglichkeiten, die das Haus Endanlegern an der Stelle dann bietet. Springen mal weiter, der Asset Allocation Prozess quasi in zwei Stränge mal differenziert. Das heißt, wir haben eben ein Indikatorensystem, das Strategieteam und dann eben im Output Assetklassen, Länder und Sektoren. Eine Ebene tiefer, die Titelselektion. Und das ist, muss ich sagen, oder möchte ich sagen, für eben ein Haus wie DJE auch outstanding. Unternehmensmeetings finden statt und vielleicht da auch mal so ein kleiner Insight, was bei uns momentan passiert. Die Kollegen sind in virtuellen Konferenzen, das heißt, man fliegt natürlich aktuell nicht in die USA oder nach Asien, sondern nimmt eben an virtuellen Konferenzen teil. Ich bin da ein Stück weit leidtragender, weil unsere Meetingräume andauernd blockiert sind. Aber genau das passiert, das heißt, unsere Analysten sprechen mit den Unternehmenslenkern, mit den Entscheidern vor Ort und schaffen Wissen, um daraus wieder eben Anlagerichtung, Anlagestrategie für Endanleger dann ableiten zu können und die Portfoliostrukturen optimal zu lenken. Genau. Das ist wichtig, dieses Thema persönlicher Kontakt. Ich habe hier auch nochmal extra eine Slide rausgenommen, um das zu highlighten, weil auch da findet das wirklich wesentliche Thema ESG und ich glaube, das wird uns gerade im nächsten Jahr extremst beschäftigen, eben auch nochmal eine Rolle. Das heißt, wenn der Investor in Interaktion steht, letztlich mit dem Unternehmenslenker oder mit den Entscheidern, in den Entscheidern findet natürlich auch eben ein Gespräch statt über Governance, Social, die Environmental, über die ESG-Punkte, die nachher entscheiden. Entscheidend sind, wie auch ein Unternehmen oder in welche Richtung ein Unternehmen sich weiterentwickelt. Insofern wird dieser persönliche, direkte Kontakt von DJE, von den Investoren sozusagen oder von den Investoren kommt über DJE geroutet, auch mit Lenkern geführt über Themen, die Nachhaltigkeitsaspekte dann aufgreifen. Das Wertpapieruniversum, auch ganz wichtig zu verstehen, um nachher zu sehen, wie einzelne Produkte oder eben Dienstleistungen im Haus aufgebaut werden. Wir haben letztlich eben ein großes Titeluniversum, das Ganze wird eben kleiner. Es gibt unseren qualitativen, dann gibt es den quantitativen Filter, den qualitativen Filter, eben eine Fokusliste. Und jetzt mal in dieser Slide betrachtet haben wir sozusagen das SolidVestas Online-Portfolio, was sozusagen ein Stück weit standardisiert ist, mit 30 Positionen, die, hier kann man es eigentlich auf der Slide wunderbar sehen, eben runterführen in die Allokation, die dann eben auch in der Online-Vermögensverwaltung angeboten wird. Und da wird, glaube ich, ganz, ganz klar, was ich eingangs gesagt habe, es wird sozusagen nicht differenziert, sondern es gibt eine Anlagestrategie, ein Expertengremium, ein Output und das wird entsprechend gelenkt, ob das online, offline oder eben auch in anderen Produkten oder Dienstleistungen des Hauses sich dann wiederfindet. Die Slide zeige ich immer total gerne, gerade mit dem Stichwort Online-Vermögensverwaltung. Der ein oder andere weiß es vielleicht, ich habe auch mal einen Robo-Advisor mitgründen dürfen seinerzeit. Und was natürlich Robos, die junger Markt sind, nicht haben, ist ein Track Record. Ein Track Record, der einfach zeigt, hey, wie haben wir denn in den letzten Jahren performt? Anlagestrategie ist wichtig und gut, aber ich glaube, ein Track Record ist natürlich auch aus der Endanlegersicht nochmal ein Thema, wo man gerne drauf schaut, wie wurden vorherige Krisen, wie hat man sich da positioniert, wie hat sich die Anlagestrategie dargestellt. Und deswegen bringe ich diesen Chart immer total gerne, auch speziell, wenn wir über die Online-Vermögensverwaltung sprechen. Wir sehen hier den FMM-Fonds eben mit 87 Start und daneben mal ein MSCI World abgebildet als Vergleichsmaßstab. Und dann finde ich es einfach spannend, die Outperformance hier tatsächlich mal zu zeigen und wirklich diesen wahnsinnig langen Track Record von 45 oder eben seit 87 zu bringen und das abzuleiten. Mal so ein bisschen der Blick jetzt in die Richtung Strategie. Treiber der digitalen Transformation, also was sind eigentlich die Punkte, die einen klassischen Vermögensverwalter wie DJE bewegen, eben dann neue Wege zu gehen, neue Möglichkeiten anzubieten und zu entwickeln. Und ich habe mal so ein paar Core-Treiber einfach mal abgeleitet. Natürlich ist es Technologie und Technologie
ist in dem Fall für einen Vermögensverwalter wie uns das Thema des Möglichmachens. Ja? Technologie ist bei uns nichts, was wir vielleicht verkaufen oder anderen zur Verfügung stellen wollen. Wir sind kein Tech-Unternehmen, wir sind ein Vermögensverwalter, nutzen aber Technologie, neueste Technologie, um eben Dinge möglich zu machen für unsere Kunden. Ganz wichtig, so verstehen wir auch Technologie und auch Partnerschaften, die wir eingehen, um Technologie zu entwickeln. Klar, dahinter abgeleitet, Smartphones, Algorithmen in den verschiedenen Bereichen. Das muss gar nicht nur der Bereich des Portfolio-Managements sein. Algorithmen unterstützen uns eben auch bei Themen, zum Beispiel im Kundensupport oder mit Blick auf Marketingaspekte. KI, das gleiche Thema. Losgröße 1, das möchte ich kurz erklären. Was meine ich mit Losgröße 1? Technologie ermöglicht es, Kunden eine gewisse Individualität zu bieten. Werden wir gleich sehen, wenn wir mal konkret über ein Produkt mal sprechen. Aber diese Losgröße 1 ist spannend. Man kennt das aus anderen Industrien, beispielsweise dem 3D-Druck. Das heißt, es kann, da entwickeln heute schon eben Startups dran, es kann für jeden Kopf die passende Brille gedruckt werden. Diese Brille gibt es dann quasi nur einmal. Und das ist natürlich spannend, weil dieses Thema der Losgröße 1 mit Blick auf Portfolio-Management-Dienstleistungen ermöglichen halt eben Individualität, also eine Maßschneiderung auf tatsächlich den Kundenwunsch oder den Kunden-Need zu ermöglichen, ohne dass sehr, sehr hohe Eintrittsbarrieren wie beispielsweise in der individuellen Vermögensverwaltung gegeben sein müssen. Insofern, Thema Losgröße 1 finde ich ganz spannend und ich glaube, gerade zu diesem Thema werden wir in Zukunft noch viel Entwicklung sehen mit Blick auf die digitalen Themen im Anlagebereich. Regulierung, ja, Regulierung ist immer ein Treiber, aber ganz klar auch ein Treiber für die Vermögensverwaltung, gerade mit Themen wie Kostentransparenz, ex ante, ex post. Das heißt, der regulatorische Druck, also die Anforderungen, die sozusagen an einen Vermögensverwalter gestellt werden, das effizient und performant für Kunden und vor allem auch verständlich für Kunden umzusetzen, bedarf tatsächlich einer gewissen Transformation in den Häusern. Insofern auch das hier ein Treiber. Kundenpräferenzen, das ist mir auch immer eigentlich, das ist schon fast ein Herzensthema, weil wie wir alle, ich bin bei Amazon, ich bin bei Netflix, man hat digitale Dienstleistungsangebote, Spotify und die mag ich einfach und das funktioniert gut und das funktioniert gut aus ein paar bestimmten Gründen. Das Thema Personalisierung, auch da wichtig, also wer kennt es nicht, ich habe irgendwie bei Spotify jede Woche eine neue Playlist mit eben Titeln, die mir gefallen könnten, das finde ich toll, ich höre die auch und viele davon gefallen mir auch und ich nutze das, ja, das Thema ist wichtig, das heißt, ich habe eine gewisse Erwartungshaltung und diese Erwartungshaltung kommt aus eben anderen Bereichen, wie Netflix, wie Spotify und diesen Themen, die müssen wir wahrnehmen, die müssen wir aufnehmen und die müssen wir letztlich transformieren und berücksichtigen, auch für das Thema Geldanlage. Transparenz ist da auch, finde ich, ein ganz schlagendes Thema. Ich kann sofort und überall und immer sehen, was passiert mit meinen Daten, wichtiges Thema, aber auch, was passiert sozusagen auf meinem Konto, meinem Depot, all den Themen. Transparenz wichtig. Die Wertschöpfungskette, sicherlich auch ein Treiber. Regulierung ist da ein Punkt von. Wir sehen in Europa fallende Margen für das Thema Geldanlage. Wir haben steigende Kosten auf der anderen Seite. Das heißt, da muss Transformation passieren, um eben Geldanlage mit einem hohen Qualitätsmaßstab für Kunden weiterhin effizient anbieten zu können. Da müssen wir uns als Vermögensverwalter bewegen und auch neue Wege gehen. Genau, jetzt mal so ein bisschen weg der Blick von, hey, was machen wir eigentlich strategisch, was treibt uns an? Mal der Blick aus der Kundenperspektive letztlich, der Kundenperspektive aus der Geldanlage. Und ich habe hier mal drei Themen aufgegriffen, die ich für relativ zentral halte, wenn ich über das Thema Kundennutzen spreche. Und Kundennutzen setzt sich für mich eigentlich aus diesen drei Themen zusammen. Das ist das Thema, hey, wie viel Zeit muss ich denn eigentlich investieren, um mich um meine Geldanlage zu kümmern? Weil für viele Kunden ist das Thema Geldanlage ja irgendwie eins nach dem Zahnarztbesuch. Das heißt, da investiert man nicht gerne Zeit für. Das ist einfach so. Das muss funktionieren, Punkt aus. Und diese Erwartungshaltung, die nehme ich halt eben auch aus anderen Bereichen mit. Das heißt, Zeiteinsatz ist was, was den Kundennutzen ganz klar anschiebt. Und da haben wir letztlich ein paar Punkte, die das so ein bisschen charakterisieren. Eben Zugänglichkeit, das heißt eine wichtige App, eine verständliche App, verständliche Informationen auf den Punkt gebracht, die Informationen.
Online-Interaktionsmöglichkeiten, einzahlen, auszahlen, all diese Dinge, die irgendwie mit Geldanlage zu tun haben, die muss ich letztlich mit 2 Minuten mit meinem Handy, ich sage es nur ungern, aber letztlich beim Toilettengang erledigen können. So funktioniert es ja oft. Das heißt, Zeit ist ein hohes Gut und das ist auch wichtig, dass wir das als Vermögensverwalter verstehen. Next Best Offer, Next Best Action, das sind so ein bisschen Marketingfachwörter, also dem Kunden das zeigen, was eigentlich für ihn an der Stelle Sinn hat. Das ist, glaube ich, wichtig. Preis, na klar, als Kunde schaue ich immer auf den Preis. Ja, was kostet etwas? Bei Kosten im Anlagebereich sind natürlich immer vergangene Rendite. Und insofern ist der Preis ein wesentliches Thema. Preis muss natürlich aber auch dann so betrachtet werden, abzüglich sozusagen, oder Leistung abzüglich Preis. Das heißt, was bekomme ich eigentlich? Und davon geht der Preis runter im Anlagebereich, ganz klar. Und insofern ist dieses Verhältnis wichtig zu betrachten. Das heißt, ich werbe dafür, nicht singulär zu betrachten, was kostet etwas? Ist es damit gut oder schlecht? Sehen wir oft bei Verbraucherthemen oder eben bei Vergleichsportalen, dass der Preis das alles entscheidende Merkmal ist für die Güte einer Dienstleistung. Da möchte ich für werben, das so einfach nicht zu sehen, sondern tatsächlich die Leistung im Vordergrund zu sehen und dann im Verhältnis zum Preis zu betrachten. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Qualität. Qualität ist für mich als Kunde bei vielen Dingen wichtig, bei Kleidung, bei ganz vielen Dingen geht es um Qualität, aber auch bei der Geldanlage. Und Qualität, klar, das ist Performance. Qualität können aber auch eben andere Dinge sein im Bereich der Geldanlage. Zugänglichkeit, na klar, aber auch Themen wie Individualisierbarkeit. Und wir haben jetzt gerade vor kurzem ein neues Feature, wo wir einfach für den Kunden ein neues Qualitätsmaß, ein neues Qualitätskriterium bieten wollen, und zwar auf Ebene der Individualisierbarkeit. Wir haben viele Kunden, die sagen, hey, also ich würde das gerne bei euch machen, nur ich hab ein Compliance-Problem. Ich darf vielleicht in das Unternehmen, bei dem ich eine Führungsrolle habe, da darf ich selbst keine Aktien von halten. Das ist eine ganz klare Vorgabe. Und insofern haben wir das als neues Feature umgesetzt, dass eben Kunden sagen können, hey, also bitte für mich in diese Aktie nicht investieren. Und das ist für mich ein Thema, das eigentlich der individuellen Vermögensverwaltung für lange vorbehalten war. Die geht ja dann eher mal ab einer halben oder ab 1 Million Euro los. Das ist das Thema Qualität. Wir haben es über Technologie runtergebrochen für Kunden ab 10.000 Euro. Und in diesem Bereich werden wir, glaube ich, noch viele Themen sehen. Weiteres Qualitätsmerkmal für mich, auch als Kunde, als Konsument, ist immer das Thema, wie erreiche ich denn jemanden im Fall der Fälle? Antwortet mir da jemand, kriege ich jemanden ans Telefon, wird auf meine E-Mail beantwortet? Das heißt, diese Client Support oder diese Qualität im Kundenservice, ein wichtiges Kriterium. Genau, so viel zum Kundennutzen. Ich habe nochmal, das finde ich vielleicht ganz spannend, weil ich weiß, im Auditorium sind auch immer viele, ich sag mal, andere Vermögensverwalter, Mitvermögensverwalter oder eben Teilnehmer, die sich um das Thema Geldanlage auch auf einer professionellen, auf einer beruflichen Ebene kümmern. Insofern habe ich hier nochmal so ein paar Themen mitgebracht, die vielleicht auch spannend sein können. Was sind denn so die Top-Level-Funktionen, über die man sprechen muss, wenn man über tatsächlich Transformation und solche Dinge redet? Klar, Kundenakquisition, Facebook, Instagram, Google, also ein Großteil unserer Kunden in der Online-Vermögensverwaltung, und wir ziehen die Fäden da gerade im Hause DJE sehr eng zusammen, dass wir mit den Kollegen der individuellen Vermögensverwaltung im Schulterschluss arbeiten, weil es ist ja nicht so, dass ein Kunde, der vielleicht 1 Million anlegen möchte, kein Facebook benutzt oder kein Instagram, ganz im Gegenteil. Also wir haben eben auch viele Rückfragen und dann letztlich In-House-Leads, so nenne ich das mal, oder Weitergabe von Anfragen in die individuelle Vermögensverwaltung. Insofern ist das Thema der Marketing-Automatisierung und das Nutzen eben diverser Kanäle nicht nur der Online-Vermögensverwaltung vorbehalten. Und ich möchte hier mal die These äußern, dass vielleicht der Kunde, auch der Kunde, der heute eben an der Grenze zur individuellen Vermögensverwaltung steht, eigentlich zwischen Online und Offline nicht mehr unterscheiden möchte. Portfolio-Management, klar, PMS-System, zentraler Baustein, zentrales Merkmal. Auch da können die Datenflüsse in viele Richtungen steuerbar sein, um eben Informationen zu nutzen, gerade in einem volatilen Marktumfeld beispielsweise. Ein CRM-System, auch jeder hat das. Und diese Vernetzung zwischen CRM, Marketing, wo spreche ich mit dem Kunden? Hat er mir über Chat geantwortet? Hat er mir eine E-Mail geschrieben? Hat er angerufen? Oder hat er vielleicht irgendwie an einem Webinar online teilgenommen? Und da sehen wir eine Wahnsinnsnachfrage aktuell, wenn es um das Thema Marktinformation über Webinare oder auch YouTube-Videos geht. Diese Themen einfließen zu lassen in ein digitales CRM ist, glaube ich, heute nahezu ein Must.
Kommunikation, Reporting, das sind die Kanäle zum Kunden. Das sind Multi-Channel-Kanäle, weil der Kunde tatsächlich eben nicht nur das Telefon benutzt. Und da muss man sich drauf einstellen, in meinen Augen. Auch nochmal so eine Slide in Richtung der Vermögensverwalter-Community. Das, glaube ich, ist eine wichtige Denke. Die kommt eher aus dem Startup, aus dem Tech-Bereich. Und zwar geht es darum, wesentliche Trennungen zu schaffen, funktionale Trennungen zu schaffen. Und mit Blick auf die Vermögensverwaltung, relativ simpel, ein Frontend- und ein Backend-Thema. Ja, das heißt, was zeige ich dem Kunden, wie interagiere ich mit Kunden und was passiert sozusagen dahinter? Wie verquicke ich diese beiden Welten und was machen diese beiden Welten? Ich will hier nur mal dafür sensibilisieren, dass es entscheidend ist, dass man eben genau diese Welten schafft, auch eben unabhängig voneinander denkt und Entscheidungen tätigt, um das in eine Richtung zu drücken. Ebenfalls eine spannende Slide, nochmal mit Blick auf Kunde und Markt und vor allem auch diese Vernetzung, diese immer stärker werdende Vernetzung zwischen Online und Offline. Ich habe jetzt mal keine Segmentierung, sondern letztlich eine Kundenkategorisierung mit eben Produktmerkmalen mitgebracht. Und was gucken wir uns da an? Ja, Zielkunde. Was ist ein Zielkunde? Ein Zielkunde ist sehr mannigfaltig. Zielkunde mal nur über Alter, AOM. Klar, das ist sozusagen der Klassiker, aber dann die Expertise mit einfließen zu lassen. Wie gut kennt sich ein Kunde eigentlich schon mit dem Thema Geldanlage aus? Das ist ganz entscheidend nachher für das zielgerichtete Anbieten eines Produktes oder einer Dienstleistung. Kommunikation, wie will ein Kunde eigentlich kommunizieren und was ist sozusagen der Need des Kunden? Wesentlich, wenn man darüber denkt, tatsächlich, wie baue ich eine Homepage auf, was zeige ich auf der Homepage, was sind die Punkte, wie ein Kunde sozusagen angesprochen werden will. Produkt. Auch ganz entscheidend, dass es jetzt eher tatsächlich aus der Online-Vermögensverwaltung kommt, wo wir mehrere Linien haben, wo wir sehen, okay, der Kunde möchte sparen. Der Kunde hat eine Einmalzahlung, die ist ihm wichtig. Der Kunde setzt auf Performance oder der andere vielleicht eher auf Flexibilität. Das sind Dinge, die eben jenseits einer Segmentierung sind, eher mit Blick auf Kategorisierung und die multidimensional gedacht. Preis ebenfalls natürlich ein wesentliches Thema. Plus eben der Verbindung des Modus, Distribution, was sind sozusagen die Kontaktpunkte, wie lerne ich den Kunden kennen, wie kommt er zu mir, wie halte ich aber auch den Kontakt. Jetzt springe ich etwas nach vorne, das Thema Online-Vermögensverwaltung. Die Slide hat sich tatsächlich seit der letzten Präsentation hier nicht verändert, das sage ich mal ganz explizit. Aber ein Punkt, der ist mir wichtig, das Thema der Online-Interaktion, das heißt die Möglichkeit, dass der Kunde eben solche Dinge wie unsere No-Buy-List, das heißt online sagen kann, bitte dieses Unternehmen nicht kaufen, diese Interaktionspunkte zu steigern, mehr Möglichkeiten zu bieten, das voranzutreiben. Bei Solidvest ist es so, wir investieren für Kunden direkt in Einzeltitel, direkt in Aktien und Anleihen, nutzen also quasi keine Fondshülle und keine ETFs. Das ist unter anderem eine wesentliche Voraussetzung für eben das Ermöglichen von solchen Features wie beispielsweise der No-Buy-List. Um das mal zu zeigen, es ist ein bisschen ein mathematisch aufgebrochenes Bild. Wir machen es, und das möchte ich immer mal auch kurz erklären, wie funktioniert das eigentlich? Wir investieren mit Bruchstücken in Aktien und Anleihen, sodass wir eben einem Kunden ein Portfolio mit 50 Positionen anbieten können, aber das ab 10.000 Euro gesteuert. Ja? Wo man sagt, hey, also eine Aktie, vielleicht 200 Euro, wie soll das funktionieren? Es funktioniert eben übers Hundertstel, das heißt die zweite Nachkommastelle, und so können entsprechend dann auch einzeltitelbasierte Depotstrukturen aufgebaut werden, ab 10.000 Euro Anlagevolumen. Das Thema No-Buy-List möchte ich natürlich stressen, das ist ein neues Feature und tatsächlich, wir hatten dafür eine hohe Nachfrage und hatten auch eine Queue an Kunden, also eine Warteschlange, die dieses Feature nutzen wollten. Funktioniert ganz simpel, man gibt uns letztlich die LEI, das ist der Legal Entity Identifier, somit die höchste Mutter einer Gesellschaft, und damit sind dann eben alle Aktien, also auch Vorzüge, Stämme, alle verschiedenen Aktienarten sowie eben auch alle emittierten Anleihen ausgeschlossen für den Handel, und der Kunde hat so ein compliance-konformes Portfolio erhalten und kann dies natürlich aber auch individuell und jederzeit anpassen. Genau, damit bin ich dann jetzt am Ende meiner Präsentation, ein kleines Wrap-up. 45 Jahre Erfahrung, gerade im Online-Bereich ist das, sag ich mal, einmalig. Zugang und Expertise steht bei uns eigentlich im Fokus. Wir haben eben das Thema Einzeltitel in der Online-Vermögensverwaltung tatsächlich auch outstanding. Klar, Transparenz,
absolut wichtiges Thema. Und als letzter Punkt, wir haben eine Kooperation geschlossen mit Miles & More, sodass man eben, wenn man bei Solidvest Geld anlegt, aber auch in Investmentfonds, bestimmte Investmentfonds aus dem Hause DOD investiert, Meilen sammeln kann auf seinem Meilenkonto. Vielen Dank, lieber Sebastian. Wir haben jetzt recht viel über Investment in Aktien gehört, über Historie von klassischen Vermögensverwaltern, über die Entwicklung von postmodernen Online-Vermögensverwaltern. Wir haben gehört, dass man auch Vermögensgeschäfte beim Toilettengang machen kann, wusste ich nicht. Jetzt geht es beim nächsten Vortragenden um ein neues Thema, um eine neue Asset-Klasse. Jetzt geht es um das sogenannte Betongold, nämlich um Immobilien, ganz konkreter Immobilienanleihen. Das wird das erste Meeting heute via Zoom sein. Wir hatten ja schon Vorträge, die per Video eingespielt wurden. Wir hatten Vortragende wie den Sebastian Hasenack gerade, der live dabei war, oder von Burda. Und wir werden heute im Laufe des Tages noch einige virtuelle Vortragende hier mit zuschalten können. Und jetzt freue ich mich schon sehr auf einen Gast aus Hamburg, konkret den Head of Operations der Exporo Investment GmbH. Herzlich willkommen, Patrick Hartmann. Ich weiß noch nicht, ob es geklappt hat. Ich habe gehört, dass er in der Warteschleife ist. Deswegen bin ich gespannt, ob es klappt. Wunderbar. Mein Name ist Patrick Hartmann. Herzlichen Dank für die Einladung, liebe Bader Bank, lieber Oliver Redl. Und einen wunderschönen guten Vormittag an Sie, das virtuelle Auditorium zu diesem besonderen Vermögensverwalterforum der Bader Bank. Wir haben vorhin von Franz Uhl gehört, wie Max und Mara Muster ihr Geld typischerweise anlegen. In den kommenden 14 Minuten möchte ich Sie nun neudeutsch abholen, wie unsere Antwort auf die Frage, was ist typisch deutsch und wie legen private und institutionelle Kunden ihr Geld am liebsten an, lautet. Wir, das ist Exporo, Deutschlands führende Investitionsplattform für digitale Immobilieninvestments. Unser typischer Kunde, also unser Max Muster, ist zu 79% männlich, 50,8 Jahre alt, tätigt 5,2 Investments in einem Zeitraum von 12 Monaten und investiert dabei im Schnitt rund 12.000 Euro pro Jahr. Wir arbeiten seit Anfang 2018 sehr vertrauensvoll mit der Bader Bank zusammen und haben seitdem über 13.500 Depots gemeinsam eröffnet. Aber beginnen möchte ich mal mit einem Blick auf die Asset-Klassen. Und damit erzähle ich Ihnen als Profis hier sicherlich nichts Neues. Das Anlagevolumen in die Asset-Klasse Immobilien betrug im Jahr 2017 laut einer Studie 201 Billionen Euro. Quizfrage, und nun, liebe Technik, bitte den Tech aktivieren. Wie viele Nullen hat eine Billion? Spaß beiseite, 12 natürlich, richtig. 201 Billionen, lassen Sie uns das auf der Zunge zergehen. Gleichzeitig ist, und das hat eine andere Studie ergeben, die Langfristrendite im Segment Wohnimmobilien im Vergleich zu anderen hier dargestellten Assetklassen überdurchschnittlich hoch und bei gleichzeitig unterdurchschnittlicher Volatilität. Fazit: Immobilien als Anlageklasse sollte im Rahmen einer ausgewogenen Asset Allocation in jedem Falle nicht fehlen. Zudem, und das hat eine Studie der BaFin aus Ende Dezember 2019, also relativ frisch, erneut bestätigt, die Nachfrage von Privatanlegern nach Immobilienanlagen auf einem Höchststand. Richten wir unseren Blick nun auf das Problem des typisch deutschen Privatanlegers. Er hat kein bzw. wenig Zugang, attraktive Immobilienobjekte werden oftmals nicht angeboten und sind dann eben institutionellen Anlegern vorbehalten. Es gibt oftmals hohe Mindestanlagen, das heißt, auf Basis von Einzelobjekten ist eine adäquate Diversifikation kaum möglich. Einstiegshürden bei institutionellen Fonds für den Privatanleger. Es gibt hohe Kosten, Suchinitialkosten bei der Direktanlage, oftmals Agios und laufende Kosten der Fonds. Dazu vermeintlich wenig Transparenz am Markt zu sehen, oftmals Blindpool-Konzepte. Und auch das sehen wir am Markt, intransparent oder auch nicht häufiges Reporting. Und zum Ende hin Komplexität,
Direktinvestitionen in Immobilien sind mit hohem Aufwand verbunden. Jeder von Ihnen, der schon mal eine Eigentumswohnung als Kapitalanlage erworben hat oder sie aktuell hat, der weiß, wovon ich rede. Und auch die klassischen Vertriebswege, das heißt, wie kommt das Produkt zum Kunden, sind oftmals mit Offline-Prozessen unterlegt. Und genau für dieses Problem haben wir, tada, die Lösung geschaffen. Das heißt, seit Gründung des Unternehmens Ende 2014 arbeiten wir tagtäglich daran, die eben genannten Probleme in Lösungen für den Kunden, neudeutsch Customer-Centric, zu übersetzen. Wie schaffen wir das? Zugang für alle. Auf unserer Plattform können sich Kunden ab 100 Euro digital, das heißt tatsächlich ohne ein einziges Blatt Papier zu unterschreiben zu müssen, an konkreten Immobilienprojekten beteiligen. Wir schaffen mehr Transparenz. Wir haben Fintech-like ein User-Cockpit, wo wir dem Anleger regelmäßig mindestens jedes Quartal über die aktuellen Investments, über die Entwicklung seiner Investments auch informieren. Wir haben eine effiziente Infrastruktur gebildet. Als rechtlichen Produktlayer nutzen wir standardmäßig Schuldverschreibungen, die wir entweder als Globalverwahrte oder als Blockchain-Anleihen, Stichwort Security-Token, imitieren. Und dabei können wir auf eine effiziente Abwicklung aufsetzen und sogar eine Handelbarkeit über ein Marktplatzmodell, was wir unter anderem auch gemeinsam mit der Baader Bank aufgesetzt haben, auch gewährleisten. Attraktive Immobilien. Natürlich haben wir bei der Auswahl der Immobilien einen professionellen Investmentprozess. Wir haben professionelle Kollegen, Research als auch Marktfolge, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als geeignete Objekte deutschlandweit aufzusuchen, zu bewerten und aufzubereiten. Und last but not least, durch die Digitalisierung und die schlanken Strukturen können wir einen Kostenvorteil, den wir zu einem Teil natürlich dann an den Kunden weitergeben, im Vergleich zur alten Welt von bis zu 60% auch tatsächlich generieren. Das Ganze stellen wir da in zwei Produktlinien. Einmal die Produktlinie Blau, Exporo Finanzierung. Das ist die klassische Projektentwicklung. Dort kann sich der Kunde an Projekten, die von professionellen Immobilienentwicklern umgesetzt werden, beteiligen. Hier sprechen wir den kurzfristig orientierten, risikobewussten Investor an, der 4-6% Verzinsung PA bei einer Laufzeit von 12-36 Monaten erwarten kann. Produktkategorie, Produktlinie 2, die grüne Kategorie Exporo Bestand, die aus unserer Sicht deutlich spannende, mittelfristig deutlich spannende Produktkategorie. Hier arbeiten wir zugegebenermaßen in Teilbereichen noch am wirklich passenden Product Market Fit. Wir suchen hier und sprechen an langfristig stabilitätsorientierte Investoren, schütten laufend aus, beteiligen den Anleger an 80% der Wertsteigerung des jeweiligen Underlying Assets und haben mit dem Exporo Handelsplatz eine Plattform geschaffen, wo wir die langen Laufzeiten zugunsten im Verkaufsfalle, im Verkaufsnotwendigkeit, auch zugunsten der Liquidität für den Kunden auch sicherstellen können. Mit einem Blick auf die Leistungsbilanz: Ende 2014 sind wir mit dem Produkt Exporo Finanzierung, blaue Kategorie, gestartet, haben dort 408 Millionen Euro vermitteltes Kapital, 223 Projekte, 136 sind davon auch schon zurückbezahlt und konnten dabei dem Anleger eine effektive Verzinsung von 5,7% PA erwirtschaften. Details finden Sie unten auch in unserer ausführlichen Leistungsbilanz. Offen gesprochen ist diese Kategorie natürlich auch nicht risikolos. Auch hier sind Sie von Verzögerungen in der Projektentwicklung und damit unsere Kunden betroffen, auch von der einen oder anderen Insolvenz, mit der wir dann den Kunden begleiten, mit der wir umgehen. Aber insofern gilt natürlich wie in der Kapitalanlage auch bei uns, nicht alle Körbchen, nicht alle Eier in ein Körbchen. Insofern streuen, streuen, streuen. Und eben über den Ansatz der kleinen Anlagemöglichkeiten ist das über die Plattform auch sehr einfach möglich. Kategorie 2, Exporo Bestand, seit 2018 aus der Taufe gehoben. Ausschüttungsrendite 4,4% Stand heute. Mittlerweile haben wir 201 Millionen Assets under Management, 37 Objekte, die darunter liegen im Bestand und 7 davon auch schon im Rahmen von Security Token vermittelt. Mit diesen Produktlinien decken wir eben unterschiedliche Kundenpräferenzen ab. Kundenkategorie oder Präferenz 1 ist der klassische
Selbstentscheider, der auf der Plattform selbst entscheidet und im Rahmen einer Anlagevermittlung aus unserer Sicht heraus sich direkt in die jeweiligen Objekte investiert. Er entscheidet, worein er investiert, womit er investiert und führt dann einen online gesteuerten, online orientierten Onboarding- und Checkout-Prozess durch und investiert so. Kategorie 2 sind Portfolio-Investments, ist eine relativ neue Kategorie, an der wir auch weiter arbeiten. Zum einen kommt es auf die Ausgestaltung des jeweiligen Portfolios an. Auch da haben wir in der Vergangenheit schon diversifizierte Portfolien auf der Plattform gehabt. Unabhängig davon sind wir gerade dabei, auch Produkte im Rahmen einer B2C-Strategie für Demand-Partnerships zu schaffen, um dann potenziellen Demand-Partnern unsere Produkte im Rahmen von Investitionsmöglichkeiten wiederum an deren Kunden anzubieten. Und last but not least, Investmentstrategien. Wir haben vor einiger Zeit unsere eigene 32-KWG-Lizenz erweitert, um das sozusagen Modul der Finanzportfolioverwaltung und sind nun in der Lage, unseren Kunden auch Sparplan oder ja, nennen wir es Portfolio-Bilder-Produkte anzubieten. Das ist noch nicht live auf der Plattform, da sind wir in den letzten Zügen, aber dadurch decken wir letztendlich den vom Kunden bei uns adressierten Bedarf an Sparplan oder auch automatischen algorithmusbasierten Investments in, aber ausschließlich, und das möchte ich ganz klar und deutlich betonen, nur Exporo-Produkte oder von Exporo konzipierte Produkte in Immobilien ab. Exporo in a nutshell. Wir sind Marktführer für digitale Immobilieninvestments, haben seit Gründung rund 600 Millionen Euro Kapital vermittelt, das Ganze in 320 Projekte. Das Ganze machen wir gemeinsam mit 140 motivierten, qualifizierten Kollegen, maßgeblich aus Hamburg, sind selbst BaFin reguliert, Anlage- und Abschlussvermittlung, seit einiger Zeit Finanzportfolioverwaltung, nutzen, und das ist auch Kern der Plattform, State-of-the-Art Technologies quer durch alle Bereiche. Das ist ein online gesteuerter Checkout- und Onboarding-Prozess. Das sind automatisierte Reporting- und Controlling-Mechanismen gegenüber auch der Supply-Side, also den Projektentwicklern, den Immobilien. Und unser Eigenkapital, daher kommt unser Eigenkapital. Wir haben ein starkes Venture-Capital-Funding zu unseren Investoren. Zu den maßgeblichen Investoren gehören Partec, Holzbrink Ventures und eVentures. Und wir verfügen über ein sehr, sehr umfangreiches Immobiliennetzwerk innerhalb der Branche. In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, freue mich möglicherweise über viele Fragen, wenn Sie denn im Chat gekommen sind, gehe gerne auch noch auf einzelne Themen separat ein und freue mich in jedem Fall über den weitergehenden Austausch, sollten unsere Themen auch für Sie oder Ihre Kunden spannend sein. Vielen Dank. Vielen Dank, bis bald, Patrick. Grüße nach Unterschleißheim. Bye bye. Tschüss. Jahrzehntelang waren die deutschen Privatanleger, was Investments in Einzelaktien anbelangt, in einem Dornröschenschlaf. Zuletzt war eine hohe Aktivität zu Zeiten des neuen Markts zu sehen. Zum Zeitpunkt des Telekom-Börsengangs seinerzeit. Und nun hat sich auf einmal eine Renaissance entwickelt. Seit knapp einem Jahr, deutlich vor Corona schon, wurde, und zu Zeiten der Corona-Krise wurde es praktisch zum Volkssport, hat sich der Handel an der Börse von Privatanlegern wieder etabliert und ist auf einmal wieder modern. Modern und innovativ ist Scalable Capital schon seit Gründung ihrer Online-Vermögensverwaltung logischerweise von Beginn an auf der Plattform der Baader Bank, und seit knapp 3 Monaten sind sie erst auf dem neuen Scalable Broker am Markt und haben bereits einen fulminanten Start hingelegt. Ich selbst bin auch Kunde, wie auch bei vielen anderen Partnern, und getreu dem Motto Do it yourself sollen Anleger ihr Glück selbst in die Hand nehmen und an der Börse einfach mit dem Smartphone agieren. Wie das günstig, effizient, professionell geht, zeigt Ihnen jetzt. Ich weiß nicht, ob er in Berlin oder in München ist, auf jeden Fall ist er bei uns virtuell, zeigt Ihnen jetzt der Co-CEO, der übrigens nicht nur Erik, sondern wie ich heute gelernt habe, durch das Einloggen in Zoom, Frank-Erik Pott soweit heißt. Herzlich willkommen, Erik. Ja, hallo.
Grüße aus Berlin. Ich hoffe, man sieht mich hier, sitze hier zu Hause unterm Dach. Und ja, freue mich, dass ich heute präsentieren kann. Ja, normalerweise ja immer in Persona während des Oktoberfests, aber müssen wir alle irgendwie mit klarkommen in dieser digitalen Corona-Zeit. Ich schalte mal auf meine Präsentation um. So, vielleicht mal kurze Rückmeldung, ob man hier alles sehen kann. Ja? Wunderbar, ja, ich sehe es ja selber auch da in der Ecke. Klasse. Na, dann steige ich gleich ein. Also, Scalable Capital, vielleicht nochmal ganz kurz Zusammenfassung. Olli Riedl hat es ja gerade schon mal beschrieben. Man kennt uns hauptsächlich als digitalen Vermögensverwalter. Wir sind da damit 2016 gestartet mit der Baader Bank in Deutschland, haben das Geschäft dann in ein paar europäische Länder auch ausgeweitet, sind wie gesagt jetzt seit 4 Jahren oder 4,5 Jahren am Markt. Team ist in der Zwischenzeit auf über 150 Mitarbeiter gewachsen. Wir haben unser Hauptquartier nach wie vor noch in München im Lehel. Wer sich das mal vor Ort anschauen will, mich einfach gerne anschreiben. Dann können wir, sobald man sich wieder physisch sehen darf, kann ich das auch gerne mal da durchführen. Ja, wir haben dann haben aktuell nicht nur ein B2C-Geschäft, sondern haben auch noch ein B2B-Geschäft. Ich habe das mal kurz auf dieser Zeitliste hier dargestellt, wie gesagt, damit man mal den Kontext versteht, was macht Scalable, wo geht die Firma hin. Also wir sind ein Online-Vermögensverwalter für Endkunden, aber wir bauen auch digitale Vermögensverwaltung und auch digitale Brokerage-Lösungen für andere Partner. Das können in den meisten Fällen sind das Banken. Ja, hier mal abgebildet, wir haben Partner in Spanien, Open Bank, in Deutschland mit der Targo Bank, Österreich mit der Raiffeisen Bank, in England mit Barclays. Aber das sind auch Nicht-Banken, wie beispielsweise Oscar. Das ist eine ganz interessante Kooperation, die wir zusammen mit den Gründern von Finanzen.net machen. Finanzen.net gehört ja dem Springer Verlag und da haben wir eine Online-Vermögensverwaltung für Familien, wo man bereits schon ab 25 Euro ETF-Sparpläne investieren kann. Handel und Depotführung, wie gesagt, und die ganze technische Integration auch auf der Baader Bank-Plattform. Und da kommt jetzt noch eine neue Kooperation mit Gerd Kommer. Gerd Kommer, vielen von Ihnen wahrscheinlich bekannt als der ETF-Papst. Die geht jetzt, so Ende Oktober geht die an den Start. Und ja, das soll einfach mal kurz darstellen. Also die Firma erweitert sich, ist sozusagen nicht nur Online-Vermögensverwaltung für eigenen Namen, sondern wir arbeiten mit Partnern zusammen und bauen White-Label-Lösungen. Und jetzt haben wir das Ganze noch erweitert um eine weitere Finanzdienstleistung, nämlich den Scalable Broker. So, Scalable Broker, hier mal dargestellt. Bei uns gibt es dann also, wie gesagt, nicht nur die Online-Vermögensverwaltung, wo man sich ETF-Portfolien zusammenstellen und verwalten lassen kann. Da muss man sich in der Vermögensverwaltung, muss man sich um nichts kümmern. Oder um es kurz zu beschreiben, man kann eigentlich nur zwei Sachen selber bestimmen in der Vermögensverwaltung, in welche Risikoklasse man möchte und wie viel Geld man anlegen möchte. Ansonsten der Rest, ETF-Auswahl, Asset Allocation, Rebalancing, das wird dort alles für einen gemacht. Wir haben da zwei Anlagemodelle, ein so ein Value-at-Risk-Modell und ein Modellportfolio mit, wo die ETFs nach ESG, also Nachhaltigkeitskriterien ausgesucht sind. So, und jetzt aber zum Broker, der ist hier links gezeigt. Das ist jetzt ganz neu. Wie gesagt, seit etwas über 2 Monaten kann man bei uns auch selber handeln. Warum? Ja, es gibt ja viele Online-Broker in Deutschland, 30 Stück wahrscheinlich. Warum brauchst du den 31.? Das will ich im Folgenden mal beschreiben. So, in allererster Linie kann man also das jetzt machen, habe ich ganz spontan eingefügt, heute auf Twitter gefunden, fand ich ganz lustig. Ja. Links das diversifizierte Portfolio und rechts das Aufstocken der Tesla-Shares. Und ja, das Muppet entscheidet sich augenscheinlich für das Aufstocken in Tesla-Shares. So, das als Scherz am Rande. Was soll der neue Broker jetzt leisten? Was ist so toll daran? So toll ist da dran, ich springe mal kurz 1 nach vorne und dann wieder 2 zurück. Ja, das fängt beim Pricing-Modell an. Das traditionelle Pricing in vielerlei Hinsicht, also war immer, dass man pro Stück sozusagen bezahlt hat. Ja, wenn man die Beispiele Netflix und Spotify mal nimmt, also die beiden großen Streaming-Services, dann hat man früher für einen einzelnen Film
für den einzelnen Song, erst physisch im Platten- und CD-Laden, später dann digital bei iTunes 99 Cent pro Song gezahlt. Und ebenfalls die gleiche Analogie gilt für das Online-Trading. Man hat pro Trade gezahlt. Und wir haben die erste Trading Flatrate in Deutschland eingeführt. Ja, das Pricing ist mal hier dargestellt. Wir haben eigentlich drei Preismodelle, also eins, wo man ganz flexibel ein kostenloses Webapp-Depot aufmacht und dann 99 Cent pro Trade zahlt. Und dann haben wir ein Netflix Pricing, nämlich ein Abo-Modell, wo ich eine monatliche Gebühr zahle und dort sind dann alle Wertpapiertransaktionen mit drin. Das heißt, jeglicher Aktienhandel, Fondshandel, ETF-Handel, ETF-Sparpläne, alles ist abgedeckt. Und da haben wir zwei Abo-Modelle. Eins für 2,99 pro Monat, da schließe ich dann aber schon ein ganzes Jahr ab. Wer sagt, na, ein ganzes Jahr abschließen ist mir am Anfang zu viel, ich will das erstmal ausprobieren, der kann auch die Monatspauschale wählen, also für 4,99 im Monat. Und ich habe in diesem Preis, also wenn ich zum Beispiel jetzt den Prime Broker nehme, wo ich mich auf ein Jahr verpflichte, dann habe ich für 2,99 pro Monat, habe ich das Webapp-Depot, den gesamten Handel dort mit drin. Es fallen keine weiteren Kosten mit an. Und das hat es in dieser Art und Weise, in dieser Ausgestaltung bisher in Deutschland noch nicht gegeben. Wer sind da unsere Partner? Wie ist der Aufsatz? Das Ganze, wie gesagt, auf der Baderbank-Plattform. Und als angebotene Börse für die, für den Handel haben wir uns für einen börslichen Handel entschieden. Das geht also alles nicht, es geht nicht als OTC-Handel, sondern es geht alles über die Börse München, beziehungsweise über das dementsprechende Segment für Privatanleger über GetEx. Wir hatten, wie gesagt, schon einen tollen Start, trotz des relativ ruhigen Sommers. Ja, der große Brokeransturm war ja eher im Frühjahr oder im ersten Halbjahr, aber hatten einen sehr, sehr guten Start, wird gut angenommen. Der Handel, ich bin da selber auch fleißig am Handeln, funktioniert sehr gut, die Spreads sind gut und ja, wie gesagt, es steht einem die größte Auswahl an ETFs in Deutschland zur Verfügung. Also wir bieten 1300 ETFs kostenlos an, auch kostenlose Sparpläne für diese ETFs, das ist einmalig. Kostenlose ETF-Sparpläne werden ja von vielen Häusern angeboten, aber oftmals ist die Kostenfreiheit beschränkt auf einen bestimmten Zeitraum oder auf bestimmte ETFs von bestimmten ETF-Emittenten, die sozusagen da gerade eine Marketing-Sponsoring-Kampagne haben. Bei uns ist es dauerhaft auf über 1300 ETFs aller Anbieter. Wir haben ja als, wie viele von Ihnen wahrscheinlich wissen, wir haben BlackRock als einen unserer Investoren, aber das Ganze ist bei weitem nicht auf iShares BlackRock beschränkt, sondern es gibt alle anderen, ja, Invesco, Xtracker, Vanguard, es gibt alle anderen ETFs nach Herzenslaune dort zu handeln. Und die Sparpläne, die fangen schon ab 25 Euro Mindest-Sparplanquote pro Monat an. Also meiner Meinung nach ein attraktives Offer. Und es geht aber nicht nur um den Preis, sondern bei diesem ganzen Bereich Neo-Brokerage, wenn man so einen neuen Begriff mal finden will. Also man spricht ja von Neo-Bank oder Neo-Banking, wenn man über N26 und Revolut und diese Anbieter spricht. Und da kann man vielleicht auch über Neo-Brokerage sprechen für die neuen Anbieter, Robinhood in Amerika, Scalable hier in Deutschland. Da geht es zum einen um das Preismodell, aber zum anderen halt auch, und das hört sich wie ein weiches Kriterium an, aber das ist nicht zu unterschätzen, um die ganze Handhabung, ja, oder im Design-Sprech UI und UX, also die ganze User Experience und das User Interface, dass das möglichst einfach, möglichst innovativ ist. Und ja, bei uns, wie gesagt, Mobile First, also wir haben, man kann bei uns über die App Kunde werden und auch in wenigen Minuten und auch über die App den Webpapierhandel machen. iOS und Android verwenden wir da. Das nutzen ca. 2/3 der Kunden, kommen über die Apps. Aber nicht nur, manche Kunden wünschen es nach wie vor noch am Desktop, also am normalen Computerscreen, auch handeln zu können. Ja? Deswegen kann man bei uns eigentlich über alle Plattformen handeln, am Smartphone, am Tablet, am MacBook oder am großen Desktop-Computer. Für alle Plattformen sind wir dort aufgesetzt. Ja, dann ein sehr klares, einfaches Design, was nicht überfrachtet ist mit
tonnenweise Abfragen, bei welcher der 20 Exchanges möchten Sie denn handeln, überfrachtet mit Finanzmarktdaten. Wir werden da zwar auch das weiter bereichern, aber es ist ein sehr, sehr cleanes Design. Also ich möchte heute die Tesla handeln, gehe ich rauf und dann haben wir ebenfalls weitere Funktionalitäten eingeführt, die mir bei meinen Brokern immer gefehlt haben. Und zwar nicht nur, dass ich die Stückzahl eingebe, sondern dass ich auch so einen Zielwert eingebe. Also ich möchte jetzt einfach für 1.500 Euro eine bestimmte Aktie kaufen. Das ist der Betrag, den ich investieren will. Und dann wird mir automatisch hinten ausgerechnet, wie viele Stücke das denn sind. Und ich muss sozusagen nicht selber diesen Dreisatz, auch wenn er einfach ist, den muss ich nicht selber vollziehen. Das macht die App automatisch. Ich kann also einen Zielbetrag eingeben oder ich kann natürlich auch die Stückzahlen eingeben. Das Ganze auch insbesondere im ETF-Bereich kann ich Fractional Dealing machen. Wie gesagt, es geht bei uns ab 25 Euro schon los, dass ich einen ETF-Sparplan machen kann. Die meisten ETFs kosten mehr als 25 Euro, also da werden Bruchstücke gehandelt, sodass ich das auch schön zusammenstellen kann. Manch einer sagt, ich möchte jeden Monat 4 ETFs besparen, 25 oder 50 Euro, und dann kann er da, muss er dort nicht auf die immer aufrunden auf die vollen ETF-Beträge, sondern kann das einstellen, wie er oder sie möchte. Und das Gleiche werden wir auch in Bälde zusammen mit der Baderbank für Einzelaktien anbieten. Ja, dann weitere Funktionalitäten. Was ich mal ganz interessant fand, ist, als ich noch, oder wenn ich vor einem Bloomberg-Terminal sitze, wenn ich schnell einen Überblick über eine bestimmte Kursentwicklung haben möchte, dann möchte ich eigentlich in dem Graphen selber mir schnell mal Rendite ausweisen lassen. Ja, bei Bloomberg hat ja so eine Funktion, wo ich einfach die Maustaste drücke, rüberziehe und dann wird automatisch in Realtime ausgerechnet, das tickert so lang, heute Intraday oder über die letzten Tage oder über die letzten Monate oder über die letzten Jahre, wie viel Prozente wurden gewonnen oder verloren. Das Gleiche kann man bei uns in der App ebenfalls machen. Das nennt sich Multi-Touch-Tracing. Das heißt, ich rufe ja einen bestimmten Preisgraph auf, wie hier zum Beispiel die Apple, und wenn ich dann mit zwei Fingern reingehe und die aufeinander zubewege oder ausziehe, dann rechnet es mir automatisch die absoluten und die relativen Wertentwicklungen aus und ich kriege dann ein bisschen einen Eindruck, in welchem Momentum gerade der Einzelwert ist, wie viel hatten der jetzt über die letzten 4 Tage seit einem bestimmten Announcement oder dergleichen gewonnen oder verloren. Sehr hilfreich. Ähnliche Funktionalität gibt es ja in der Apple Stock App. Bloß da kann man halt nicht handeln. Bei uns kann man jetzt dann ganz einfach unten drauf drücken und sagen, kaufen oder verkaufen die Apple. Ja, dann natürlich die Suchfunktion. Da haben wir uns sehr viel Mühe gegeben, weiten die auch immer weiter aus. Die funktioniert sehr schnell, auch in der Art und Weise, wie man ja Suchfunktionen heutzutage gewohnt ist. Also ich muss das nicht alles perfekt ausschreiben, um zu dem richtigen Wert zu gelangen und dann draufdrücken auf eine Suchfunktion, um dann erst Ergebnisse zu sehen, sondern ich sehe eigentlich in Realtime, fange ich oben an zu tippeln, A, P, P, L, also ich will Richtung Apple suchen und die Suche zeigt mir unten dann schon die Ergebnisse, die Buchstabenkombinationen erhalten. Also so, wie man es eigentlich auch bei Google gewohnt ist, das funktioniert ebenfalls sehr gut und hilft dem Kunden sehr oder dem Händler sehr schnell zu seinen Werten zu kommen. Ja, dann, wie gesagt, verschiedenste weitere Funktionalitäten, die wir uns da überlegt haben, dass man, wenn man beispielsweise Ordertypen eingibt, oh, jetzt bin ich mal aus der Präsentation hier gesprungen, dass man sofort Rückmeldung kriegt. Also wenn ich beispielsweise eine Limit-Order eingegeben habe, der Kurs wird erreicht, wird ausgeführt, kriege ich eine Notifikation aufs Handy geschickt. Hier Snowflake, also top aktuell, gerade einen sehr fulminanten Börsen-IPO in Amerika hingelegt, da möchte ich jetzt mit bei sein, habe eine Limit-Order oder eine Stop-Order eingerichtet und ich kriege das dann alles, wie man es gewohnt ist, real-time aufs Handy geschickt. Ja, wenn ich beispielsweise Limit- oder Stop-Orders eingebe, haben wir da ebenfalls eine Real-Time-Validierung da hinten eingerichtet, um dem Kunden zu sagen, Moment mal, du rechnest hier bestimmten Order-Typus ein, der liegt über oder unter dem ausführbaren Preis an der Börse. Das heißt, du würdest jetzt sofort ausgeübt werden. Ist das wirklich das, was du möchtest, um nochmal einen Gegencheck einzurichten? Also alles Sachen, die eigentlich relativ intuitiv sind, die wir aber versucht haben, sehr, sehr schön in die App einzuarbeiten, sehr verständlich einzuarbeiten, dass dem Handel dort, wie gesagt, nichts
entgegensteht. Ja, wo soll das Ganze münden? Wir haben mit Vermögensverwaltung angefangen, also der Dienstleistung, die dann, ja, man könnte fast sagen, vielleicht am schwersten zu vermitteln ist, weil es geht um Anlagemodelle, es geht darum, auch Vertrauen zu einem bestimmten Anlagemodell zu verschaffen, und haben dann jetzt weitere Finanzdienstleistungen hinzugefügt, die, ja, die weniger erklärungsbedürftig sind, und glauben deshalb, dass wir dort mindestens den gleichen Erfolg haben werden wie in der Vermögensverwaltung. Also wir haben einen Sparen, also bei uns kann man über die App ebenfalls Tages- und Festgelderangebot in Europa. Also wer beispielsweise sagt, Mensch, Negativzinsen oder Nullzinsen in Deutschland, das passt mir nicht. In Skandinavien beispielsweise, da gibt es, oder in anderen Ländern gibt es immer noch positive Zinsen auf Tages- und Festgelder. Der kann das über die App ganz einfach abschließen. Und die neueste Erweiterung ist, wie gesagt, dass ich selber auch ein Konto führen kann, selber ein Broker-Konto führen kann. Und wo soll das Ganze hinführen? Wir wollen immer mehr und mehr die, ja, das Wertpapierhaus für den Kunden werden. Ja? Oder ein englischer Modebegriff sozusagen, your financial home, alles in einer App, alles auf einer Plattform. Ja, damit wäre ich durch mit meinen Folien. Und wenn Fragen sind, dann gerne. Ich glaube, die kommen per Chat rein, wenn ich... Fragen kommen erst später bei den Vorvorträgen, hatten wir jetzt hier nicht vorgesehen. Ich wäre fast zu spät gewesen. Ich war auf der Scalable App und habe noch einen ETF gehandelt. Vielen Dank für den Vortrag, Your Financial Home. Wir werden gerne für euch Your Home of Trading. Wir finden es sehr, sehr spannend. Das ist eine Weiterentwicklung in der Zusammenarbeit, ist erst in der Online-Vermögensverwaltung und jetzt im Trading. Und ich kann nur gratulieren, kann nicht aus dem Nähkästchen sprechen, aber ich glaube, das ist sehr, sehr gut angelaufen. War das auch für eure Erwartungen ein guter Start, Erik? Ja, also du weißt ja, wie hungrig, ja, wir sind, von daher ist es ja nie gut genug für uns, ja, aber nee, es ist gut angelaufen und ich glaube, der Markt ist im totalen Umbruch und wir haben da einen super Setup geschaffen und ja, wie wir es in der Vermögensverwaltung ja auch, klingt arrogant, wenn man da immer über sich selber lobt, aber wie wir es in der Vermögensverwaltung, in der Online-Vermögensverwaltung geschafft haben, ja, der Größte in Deutschland oder sogar Europa zu werden, ist das hier das gleiche Ziel. Olli, du musst mir jetzt aber nochmal helfen für unsere Zuhörer, die jetzt alle Scalable heute runterladen. Was sind die nächsten Kursverdoppler? Gib mal ein paar Tipps. Der Ton ist momentan sehr, sehr schlecht und wir haben auch ein Compliance-Department und außerdem weiß ich es auch nicht. Aber ich bin mir sicher, bei 1300 ETFs wird auch ein Kursverdoppler dabei sein. Auch hier ist es nur eine Frage der Zeit. Vielen, vielen Dank. Ich darf ja nicht, wir arbeiten zu eng zusammen. Das geht bei meinem Compliance nicht durch. Wenn ich dürfte, würde ich die Baderbank kaufen. Das hören wir gerne. Ehrlich. Vielen, vielen Dank. Das ist keine Anlageempfehlung, das möchte ich auch ganz klar sagen. Nein. Vielen, vielen Dank. Erik, war super, wie immer, sehr spontan, hat Spaß gemacht. Ich bin jetzt leicht aus dem Konzept. Wir haben viel über Einzelaktien und die Renaissance, da profitieren wir als Bank momentan auch ganz gut, des Handels an den Börsen gehört. Wir kommen jetzt auch zu einem börsengehandelten Asset, nämlich zu Zertifikaten. Und hier haben wir ein Video produziert von Chartered Investment, von der Firma, gestern Abend zugeliefert bekommen. Und deswegen begrüße ich jetzt betreffend Zertifikaten hier von Chartered Investment GmbH Herrn Daniel Mayer. Ja, wunderbar. Wir freuen uns sehr, heute Sie bei der Bader Vermögensverwalterkonferenz auch im Namen der Chartered Investment begrüßen zu dürfen. Sie sind heute bei uns in Düsseldorf gelandet. Wären gerne in München gewesen, leider, wahrscheinlich bin ich der Zehnte, der diesen Spruch macht. Aktuelles Infektionsgeschehen, Corona, blöd, ja, haben wir alle verstanden. Wir versuchen ein bisschen die Vorteile von so einem mittlerweile doch virtuellen Event auch zu nutzen. Deswegen habe ich auch meine beiden Kollegen, Herrn Fehn und Herrn Mielke, mitgenommen, um zumindest für ein bisschen optische Abwechslung zu sorgen. Unser Thema heute, Zertifikate. Nur mal all die negativen Sachen von Zertifikaten, die Sie im Kopf haben, und schieben wir sie mal zur Seite. Dann wollen wir uns eigentlich auf diese positiven Aspekte fokussieren, die Handelbarkeit, die Flexibilität, das leicht aufzusetzen. Und das sind eigentlich die Zertifikate, die in unserem Sprachgebrauch heutzutage gut passen.
Deswegen das Thema Zertifikate, um ziemlich schnell zu sagen, ja, um was geht denn dieser Vortrag? Geht der um irgendwelche neue Anlagekonzepte oder geht es um Instrumente, die ich gut erwerben kann? Und eben schon eine klare Richtung vorzugeben. In unserem Sinne ist ein Zertifikat erstmal eine verbriefte Anlagestrategie. Diese verbriefte Anlagestrategie kann viele Punkte beinhalten. Und ein wesentlicher Punkt aus unserem Blickwinkel ist, dass man damit Alternative Investments investierbar machen kann. Das ist unser großes Thema, Making Alternatives Investable. Das ist eigentlich das, für was Chartered Opus steht. Wie machen wir das jetzt? Wie kommen wir auf dieses Thema, wie Make Alternatives Investable? Und warum kann ich sagen, wir schieben alles Negative von den Banken zur Seite und fokussieren uns auf den positiven Teil der Zertifikate? Sie sehen ein Schaubild. Dieses Schaubild, zum einen ist es ziemlich gut designt, muss ich sagen. Zum anderen gibt es uns aber auch einen guten Eindruck, in ja, einen Blick, was wir anders machen. Was wir anders machen, ist erstmal in der Mitte. In der Mitte die rechtliche Struktur. Wir sind keine Bank. Wir haben kein bankentypisches Emittentenrisiko, sondern wir nutzen eine andere Technik. Wir nutzen das Luxemburger Verbriefungsregime, um unsere Zertifikate darzustellen. Ähnlich wie beim Fonds können wir unsere Bilanz segregieren und jedes Teil von so einer Bilanz nutzen wir, um ein eigenes Produkt zu emittieren. Das heißt, dieses klassische Emittentenrisiko können wir schön zur Seite schieben. Zweiter Teil, wo ich sage, wir unterscheiden uns klar, ist das Thema Expertise. Klingt jetzt furchtbar gemein, die Kollegen bei der Bank von früher haben auch alle viel Expertise, die kennen ihren Job, die machen ihren Job gut. Aber um so einen anderen Rechtsrahmen zu bespielen, braucht man auch eine gewisse Sonderexpertise. Es ist eben nicht das typische Strukturieren eines Auszahlungsprofils, sondern es gehört noch deutlich mehr dazu. Es sind viele juristische Aspekte. Es sind viele regulatorische Aspekte, die man hier bedenken muss, um so ein Zertifikat des Jahres 2020 an den Markt bringen zu können. 2020, ja, eigentlich zweites gutes Stichwort. Es gehört auch viel Technologie dazu. Also diesen Emissionsweg zu wählen, heißt, man muss auch Zertifikat ganz neu denken. Man muss neue Systeme anschaffen, man muss neue Software entwickeln, weil es gibt einfach keine Standardsoftware, die man dazu benutzen kann. Und letztendlich, das ist eigentlich das letzte Thema, was ich sagen will, was uns hier nochmal klar von der Bankemission unterscheiden kann, ist das Thema auch Transparenz, letztendlich auch zum Teil an die Product Governance mit. Unsere Zertifikate sind eben genau beschrieben, was drin ist. Man kauft sich nicht das Balance Sheet-Risiko einer Bank mit ein. Dann ist hier klar aufgezeigt, was denn eigentlich so eine Emission mit ausmacht. Ich habe zwei Beispiele mitgenommen, die ich gerne aufzeigen möchte, wo wir uns unterscheiden von der klassischen Bankenemission. Das eine ist das Thema Private Debt. Das zweite Thema ist das Thema Insifolio. Mein Kollege Markus Fehn, wie eingangs erwähnt, nie ausführen wird. Abgerundet dann vom Axel, der hier nochmal ein bisschen die Zusammenfassung, die Synapse zieht. Private Debt, Verbriefung von Private Market Assets. Warum interessiert es uns? Warum hat das eine Bedeutung für uns? Über diesen Zugangsweg schaffe ich bisher nicht marktfähige Assets in ein Kundendepot einzubuchen und bankable und syndizierbar zu machen. Das heißt, ich kann ein bisher nicht kapitalmarktfähiges Asset eben an einen breiteren Personenkreis vertreiben. Ich kann es in das Kundendepot einbuchen, ich kann es übertragen, ohne hier jeweils einen Notar rennen zu müssen. Und damit schaffe ich aus dem Blickwinkel des Assets einen deutlichen größeren Refinanzierungsmöglichkeit. Das heißt, ich schaffe es, meine Investorenbasis weiter aufzustellen. Ein Beispiel für so ein Projekt ist eigentlich eines meiner Lieblingsprojekte. Das ist die deutsche Palettenlogistik, für die wir in 2016 ein durch Europaletten besichertes Produkt aufgelegt haben. Was macht die DPL? Die DPL ist ein kleines, mittelständisches Unternehmen aus Soest, hat einen sehr besonderen Geschäftszweck gefunden, und zwar das Betreiben eines Pooling-Systems für Europaletten. Was muss man mir darunter vorstellen? Ich als Hersteller
sagen wir mal, Restaurante Pizza, muss meine wunderbare Pizza irgendwo zum Edeka Großlager bekommen. Das mache ich nicht mit der Schubkarre, sondern das mache ich, dass ich von Werk meine Pizzen auf Paletten packe, dann diese Paletten zu dem Edeka Großlager fahren und danach die ganzen Paletten wieder leer zurück zu mir, zum Werkschipper. Für mich als Pizzaristorante heißt das, ich muss mir die Paletten kaufen, ich brauche jemanden, der die Logistik organisiert. Ich habe Leerfahrten eben zurück vom Verteilungscenter zu meinem Werk. Daneben muss ich schauen, ich mag auch nicht diese ranzigen Paletten, da kriege ich schon Krätze, wenn ich die nur sehe. Das heißt, ich will eigentlich schöne Paletten und das heißt, ich muss mir die immer noch ständig irgendwo mit in einem neu ähnlichen Zustand mit anschaffen. Die DPL übernimmt das für mich. Das heißt, der DPL kann ich sagen, ich möchte gerne so und so viele Paletten haben, dann schicken die mir zu meinem Werk hin und Pooling-System, jemand anderes kann diese Paletten vom Verteilcenter wieder mitnehmen und verhindert so deutlich die Leerfahrten an Paletten oder Leerfahrten an LKW-Kilometern. Das heißt, DPL ist tatsächlich, deswegen finde ich das System ganz besonders bemerkenswert, auch ein sehr nachhaltiges Konzept. Es nimmt LKW-Kilometer von der Straße runter. Dieses Unternehmen, wenn ich mir das anschaue, um die Leistung zu erzeugen, muss Paletten kaufen. Wenn die DPL keine Paletten kaufen kann, kann sie ihre Dienstleistung gegenüber ihren Kunden nicht erbringen. Paletten kaufen braucht Geld. Geld kann man sich leihen oder hat man entweder selber. Meistens, also ein mittelständisches Unternehmen, leihe ich mir ganz gerne auch mal einen Euro mit dazu, weil wenn ich das Ganze mit Eigenkapital finanzieren müsste, ist das ein relativ anstrengendes Geschäft. Als klassischer Fall von Asset-Based Lending, die Anschaffung der Palette wird finanziert. Für Banken häufig ein schwieriges Thema. Die Bilanz von so einem Mittelständler sieht nicht besonders schön aus, hat Ähnlichkeit mit einer Bankbilanz, ist relativ lang und somit schwer zu finanzieren. Bei dem Problem war die DPL auch in 2016, kam zu uns und hat gesagt, ja, wie kann ich denn so ein Konzept mit aufstellen? Wir haben dann zusammen mit den Kollegen dort ein Konzept entwickelt, wo wir gesagt haben, ja, diese Forderungen, die ihr gegen euren Kunden habt, wie aber auch den Palettenstand, der bei euch auf Halde steht, das könnt ihr doch eigentlich verwenden und so eine typische Private-Debt-Struktur mit aufsetzen. Quasi eine Anleihe, die mit diesen zwei Bestandteilen besichert ist. Konzept kam gut an. Wir haben dieses Produkt mit auflegen dürfen für die DPL. Hat ein bisschen gedauert, war strukturierungstechnisch eines zu bedenken, die insolvenztechnische Themen. Hat aber trotzdem dann alles gut geklappt und ging dann 2016 in die Vermarktung und wurden im Zeitablauf fast 50 Millionen Assets an der Management in diesem Produkt eingeworben durch verschiedene Vermögensverwalter, was eben der DPL diese Wachstumsfinanzierung ermöglicht hat. Wenn ich heute mir die DPL anschaue als Unternehmen, ja, ich glaube, der Eigentümer, der aus Gutzeit ist einer unserer besten Freunde, der konnte ein richtiges Unternehmenswachstum hinlegen. Der kam in seinem EBIT und in seinem Umsatz, kann da fast ein Plus von 30% verzeichnen. Das heißt, das ist für so ein Unternehmen schon eine tolle Erfolgsstory. Für die Investoren auf der anderen Seite, ja, gab es die Möglichkeit, 5,5% in den letzten Jahren zu verdienen, zu profitieren von der gestiegenen Qualität des Unternehmens und eben auch mit der Gewissheit, hier ein interessantes Thema finanziert zu haben. Das ist so ein Beispiel von, was wir unter dem Begriff Private Market Securitization zusammenfassen, wo wir eben solche noch nicht marktfähigen Assets kapitalmarktfähig gestalten und vertreibbar, ja, dieses Produkt, dieser Bond konnte gut vertrieben werden in dem typischen regulatorischen Rahmen eines Zertifikats und durch Vermögensverwalter investierbar durch ihre Kunden, die letztendlich das Thema in ihren Depots, in ihren Fonds mit wiederfinden konnten. Ja, vielen Dank, Daniel, für die interessanten Worte zum Beginn der Präsentation und auch zur Einführung zu unserem Hintergrund, zu unseren Entwicklungen über die letzten Jahre und auch zu dem Beispiel der deutschen Palettenlogistik. Kommen wir jetzt zu einem Konzept, was wir über die letzten Jahre gemeinsam entwickelt haben, was sich Insifolio nennt, was man dann jetzt auch auf der ersten Folie zu dem Thema sehen kann. Stellt sich erstmal die Frage, was ist Insifolio und was verbirgt sich dahinter genau? Was wir über die letzten Jahre gesehen haben, ist, dass es viele Finanzmarktteilnehmer, viele Vermögensverwalter gibt, die gute Anlage- und Tradingstrategien haben, denen aber eine Plattform fehlt, wo man diese
Anlageideen oder Anlagestrategien auch präsentieren kann. Deswegen, und das ist der erste Punkt auf dieser Folie, ist das Thema Transparenz. Wir wollen mit Insifolio eine Transparenz schaffen für Finanzmarktteilnehmer, die wirklich gute Arbeit leisten, die wirklich gute Strategien haben und diese anderen Finanzmarktteilnehmern transparent machen. Das zweite Thema, was sich hinter Insifolio verbirgt, ist das Thema Investierbarkeit. Wir wollen je nach Möglichkeit auch einen Rahmen bieten, wie man Handelsstrategien investierbar macht. Beispielsweise über die Begebung eines Zertifikats, beispielsweise über den Emittenten, der genanntes Opus Chartered Issuances SA. Diese beiden Komponenten sind verknüpfbar. Es kann aber auch sein, dass jemand sagt, nein, ich möchte nur den Transparenzpunkt nehmen. Wichtig für uns in diesem Konzept ist, was genau heißt Transparenz und inwieweit wollen wir Transparenz schaffen? Es geht nicht darum, eine Plattform zu schaffen, wo 10 oder 100.000 Strategien sind und wo dann der die beste Strategie hat nach rein diskretionären Möglichkeiten, zufällig der Gewinner ist, sondern wir wollen, und deswegen auch das Wort Insti hier im Griff, einen Rahmen bieten für institutionelle, für professionelle Teilnehmer, die eine vernünftige Strategie haben und bei der Transparenz schaffen wollen. Das ist eine klare Abgrenzung zu anderen Teilnehmern im Markt. Wir wollen uns hier auf den professionellen Bereich fokussieren. Wenn man jetzt auf die nächste Folie geht, ist dieses Konzept noch einmal zusammengefasst. Es ist wieder unterteilt in den Bereich Publish License und in den Bereich Investierbarkeit. Man sieht hier auf der Folie auf der linken Seite die vier Bereiche Track Record, Licensing Fee, Intellectual Property und Distribution Channel. Lassen Sie mich zu den einzelnen Punkten kurz etwas sagen. Track Record. Sie können ohne einen Cent zu investieren, ohne große Aufwände zu haben, hier ein Track Record aufbauen. Was passiert ist, dass aus Ihrer Handelsstrategie, aus Ihrer Investmentidee ein Index berechnet wird, den die LIX berechnet. Und dieser Index ist trackbar. Sie können dort jeden Tag schauen, wie entwickelt sich der Index. Die Bestandteile des Index sind sichtbar und auch die Veränderungen der Movements, das heißt, welches Underlying wurde gekauft, welches wurde verkauft, ist auch nachvollziehbar. Diesen Track Record können Sie über die Zeit aufbauen und somit anderen zur Verfügung stellen. Und das ist direkt der nächste Punkt auf der Folie, das Thema Licensing Fees. Sie können diese Strategie über Lizenzgebühren anderen Usern, Sie können sie Follower nennen, Sie können sie einfach nur User nennen, zugänglich machen gegen eine entsprechende Lizenzgebühr. Diese Lizenzgebühr wird in Absprache mit uns genommen und wichtig an der Stelle zu betonen ist, alles läuft über Sie, derjenige, der die Strategie besitzt und der das, und das ist der nächste Punkt auf der Folie, Intellectual Property besitzt. Ja, also nur derjenige, dem der Strategie gehört und dem der Index in dem Sinne gehört, derjenige darf auch entscheiden, inwieweit da eine Zugänglichkeit hergestellt wird. Der letzte Punkt ist das Thema Distribution Channel, also Vertriebskanäle. Sie können dadurch, dass es ein Indexkonzept ist und was auch immer Sie tun, was auch immer Sie machen im Sinne der Anlage oder Trading-Strategie, wird in einen Index umgerechnet und können diesen Index über Vertriebskanäle anderen zugänglich machen. Das ist die linke Seite. Das ist das Thema Publish. Wie gesagt, Publish in einem gewissen Rahmen, wie wir ihn gemeinsam definieren. Und Lizenzierung auch in dem Rahmen, wie wir es gemeinsam für richtig halten. Dann haben wir auf der rechten Seite das Thema Investierbarkeit. Das ist etwas, was man machen kann, was man nicht machen muss. Frage ist hier, wenn Sie Kunden haben, wenn Sie Investoren haben, die sagen, ja, das ist eine so tolle Strategie, die Lizenzierung im Sinne von Signale oder was da genau passiert, das einfach nachzuvollziehen, das reicht mir nicht aus, ich will mehr, ich will investieren, dann bietet es sich eine Möglichkeit und deswegen ist das Stichwort hier Access. Ja, das ist sicher das dominante Stichwort dieser Folie auf der rechten Seite, Zugangsmöglichkeiten zu dieser Strategie zu schaffen, die eben über Finanzinstrumente möglich sind. Ein Finanzinstrument hierbei ist zum Beispiel ein Zertifikat
könnte, wie genannt, von der Opus begeben werden. Und somit kann direkt Geld in diese Investmentstrategie fließen und ein Investor partizipiert 1:1 an dieser Anlage- oder Trading-Strategie. Haben wir noch ein paar andere Buzzwords hier. Setup, Standard, Strong Framework. Ich glaube, Setup, wir sind ein agiles, junges, dynamisches, wachsendes Unternehmen. Wir haben gute Response-Zeiten und arbeiten aktiv mit unseren Kunden zusammen. Wir haben einige Prozesse standardisiert und haben dadurch Möglichkeiten zu hebeln. Und an der Stelle möchte ich auch betonen, das Thema Framework hier über Luxemburg, da werden eben zusätzliche Emittentenrisiken vermieden, sodass wir hier insgesamt beim Thema Investierbarkeit ein starkes Setup haben, um diese Strategie investierbar zu machen. Wenn man nochmal an die Folie zurückdenkt, da ging es um das Thema Transparenz und Investierbarkeit und das hat sich jetzt auf dieser Folie hier jeweils links und rechts im Detail dargestellt. Einmal auf der linken Seite das Thema Publizierung und Lizenzierung und Rechtsinvestierbarkeit. Jetzt noch ein bisschen weiter denkt, okay, was ist es jetzt genau, wie funktioniert es? Ja, nettes Konzept, okay, was machen wir jetzt? Haben wir ja nochmal operativ dargestellt, wie etwas funktioniert. Wir bleiben in dem Konzept links Publizierung und Lizenzierung und Rechtsinvestierbarkeit. Wir bleiben in diesem Framework. Da haben wir auch ganz oben haben wir einen Asset Manager, einen Vermögensverwalter. Der hat eine Strategie, das können Sie sein, das kann jemand anders sein. Und er gießt diese Strategie in ein Insifolio. Daraus wird ein Index berechnet. Und dieser Index kann, wenn man weiter runter geht, entsprechend lizenziert werden. Deswegen haben wir da Lizenznehmer A, B, C. Es können noch viele weitere sein. Wichtig, was auch immer in der Trainingsstrategie gemacht wird, wird in den Index übersetzt und der Index kann entsprechend mit dem, was passiert wird, lizenziert werden und die Informationen, die im Index enthalten sind, können somit verfügbar gemacht werden. Auf der rechten Seite, wenn man rübergeht, hat man das Stichwort Exposure. Das heißt, man kann einem Investor hier Exposure zu dieser Strategie ermöglichen über ein Investmentprodukt, was dort genannt ist und somit kann ein Investor möglicherweise direkt daran partizipieren. Wichtig zu wissen, es ist beides möglich. Sowohl eine Lizenzierung, Standalone, als auch ein Zertifikat oder ein Finanzinstrument, was an dieser Strategie partizipiert. Wenn Sie jetzt überlegt, was bleibt stehen von dem Thema Insifolio, dann kann ich Ihnen noch eine Hausnummer geben, wo wir uns bewegen. Wir haben aktuell in etwa 60 bis 70 Insifolios auf unserer Webseite. Das ist sicherlich ein interessanter Rahmen. Wir arbeiten daran, dass es weitergeht. Wir haben nicht 10.000, wir haben nicht 100.000. Dennoch würden wir uns natürlich freuen, wenn wir dieses Thema weiter ausbauen können. Wir sind daran interessiert, sowohl das Thema Lizenzen weiter auszubauen, als auch das Thema Investierbarkeit weiter auszubauen und schauen da eben, wie wir welche weiteren Partner wir entsprechend gewinnen können. Wahnsinn. Okay. Ja, vielen Dank, Markus, für das Thema Insifolio. Mein Name ist Axel Mielke. Ich würde das Thema jetzt nochmal zusammenfassen. Denn wichtig aus dem Blick des Vermögensverwalters ist es ja, dass ein Zertifikat ein depotfähiges Investment darstellt. Wie bei Private Debt, Venture oder Robo-Advisern ermöglicht es erst den Zugang zu Alternative Assets. Einmal im Kundendepot sichert es dem Vermögensverwalter die Kontrolle über seine Alternative Assets. Er verliert keine Kunden an andere Anbieter, weil bei Chartered Opus nur der Vermögensverwalter bekannt ist, die Zertifikatekäufer aber nicht. Das ist im Clearstream-System so angelegt. Dieses Verfahren bietet als einziges die Sicherheit, sowohl MiFID-konform zu investieren und die Kunden über eine bestehende Depotinfrastruktur weiter an sich zu binden. Wir kümmern uns darum und machen Alternatives für Vermögensverwalter investierbar. Deshalb freuen wir uns gerne auf Ihr Feedback. Vielen Dank.